Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Der Bitcoin hat sich übers Wochenende nicht stark bewegt, steht leicht über 69.000 US-Dollar. Wir werden uns zum Wochenstart die Situation genau anschauen. Ich habe hierzu einige frische Charts mitgebracht. Zunächst allerdings schauen wir erstmal auf die deutsche Wirtschaft. Ich würde sagen, lasst uns Butter bei den Fische machen. Gehen wir rein. Und zwar sehen wir hier in Blau die deutsche Wirtschaft seit November 2017 im Vergleich mit den südeuropäischen Staaten. Und da sehen wir hier in, ich will es mal rot nennen, Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Und wir sehen, dass seit Ende 2017 im Prinzip die südeuropäischen Wirtschaften, Industrien sich besser entwickeln als die deutsche Wirtschaft. Also es ist nicht nur ein Trend hier der letzten zwei, drei Jahre, sondern das hat schon früher angefangen, ja. Und ich habe ja schon häufiger die Frage gestellt, ist das reiner Zufall oder ist das möglicherweise genau so gewollt? Und die Frage, die hier im Raum steht, ist, wie kann man eine Industrienation möglichst gut absägen, also möglicherweise auch bewusst schädigen? Ja? Wie kann man das im Idealfall machen? Man kann das machen, indem man dafür sorgt, dass Energiepreise hoch sind. Wie kann man die Energiepreise hoch bekommen? Beispielsweise, indem man das AKW aus beschließt, ja? Günstige Energie diese Möglichkeit nicht mehr zur Verfügung hat und indem man beispielsweise die Nord Stream Pipeline sprengt. Dadurch sind die Energiepreise deutlich gestiegen in Deutschland und das hat zur Folge, dass die Insolvenzen ansteigen und immer mehr Unternehmen das Land verlassen müssen und das sehen wir dann eben in der wirtschaftlichen Performance. Ja? Jetzt kann man sagen, ist alles wegen der Ampelregierung. Da sage ich mal so, schauen wir hier rein. Das ist ein Trend, der ist schon vorher zu erkennen. Und zwar, um genau zu sein, wenn wir uns mal erinnern, wann wurde denn das AKW aus beschlossen in Deutschland? Richtig, 2011 mit der CDU und Angela Merkel. Das heißt, es ist unterm Strich möglicherweise völlig egal, welche Partei gerade an der Macht ist. Langfristig fährt das Land in die gewünschte Richtung. Und die Frage, die man sich hier stellen muss, wer könnte ein Interesse daran haben, wer profitiert davon? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest und unterm Strich generell auch die Frage zu stellen, ob möglicherweise diejenigen, die die Entscheidungen treffen, gar nicht gewählt werden können, wie ja unser guter Horst Seehofer mal so schön gesagt hat. Gehen wir weiter zum Bitcoin und da schauen wir uns einen Chart an zwischen BlackRock in grün und Grayscale und wir sehen, das haben wir ja schon auch die letzten Tage erkannt, dass BlackRock Grayscale überholt hat und hier Bitcoins hält in Höhe von 305.000. Also 305.000 Bitcoin werden durch BlackRock gehalten. Wir sehen, dass Grayscale nur noch 284.000 Bitcoin hat und wir sehen auch im Prinzip, dass das Tempo der Abverkäufe abgenommen hat, dass sogar Grayscale, so sieht es im Moment aus, dazu neigt eher, wenn der Bitcoin gut performt, eher sogar zuzukaufen. Ganz interessant, also die Kunden von Grayscale. Ja. Gehen wir weiter und wir schauen uns hier die Retail-Investoren an und die Veränderungen über die letzten 30 Tage. Und da sehen wir, dass wir hier im negativen Bereich sind. Bei minus 17% und Retail, da sind hier eher die kleineren Investoren gemeint, also zwischen 0 US-Dollar und 10.000 US-Dollar, ja, wo eben wirklich dann eher der ganz normale Bürger vielleicht eher investiert. Ja. Die sind hier betrachtet in der Grafik. Und da sehen wir, dass die sich im Moment sehr, sehr zurückhalten und hier keine große Nachfrage ist. Im Gegenteil, hier die 30-Tage-Veränderung bei minus 17% ist. Und wir sehen,
Wir waren auch schon mal bei -18% und wir sehen, was danach passiert ist. Da kam der krasse Anstieg von 38.000 US-Dollar auf 70.000 US-Dollar. Und die Frage ist, könnte das jetzt möglicherweise wieder so sein? Ja? Schauen wir uns dazu weitere Charts an, um die Lage einzuschätzen. Und wir sehen hier den Power Trend Indikator und wir sehen, dass der auch in einem sehr niedrigen Bereich ist, bei gerade mal 20%. Ja? Und wir sehen immer, wenn der in diesem Bereich oder etwas drunter war, dass dann ein Reversal gekommen ist. Ja? Und wir sehen das auch hier wieder gegen Ende Februar, Anfang März, ja, diese Entwicklung und dann die Preisentwicklung. Wir sehen das beispielsweise beim 1. Mai hier, der Reversal, und da sehen wir, wie der Preis sich entwickelt hat von 57.000, 58.000 US-Dollar, wo wir heute stehen, auf 69.000 US-Dollar. Und wir sehen hier, wir sind wieder schon extrem schwach, was den Indikator angeht. Und das spricht dafür, dass in naher Zukunft hier eventuell eine Trendumkehr stattfinden könnte. Gehen wir weiter. Wir schauen uns das Open Interest an und wir sehen, letzte Woche, gegen Ende letzter Woche, gab es ja hier den kleinen Mini-Flash-Crash und wir sehen, das Open Interest wurde hier ordentlich rausgespült. Die ganzen Longs, ja, die da drin waren, wurden rausgespült und das Open Interest entsprechend im negativen Bereich. Und wir sehen jetzt, und zwar mit gestern, ist das Open Interest wieder in den positiven Bereich. Also über den Sonntag hin geht es hier zumindest wieder langsam in die richtige Richtung. Und das bedeutet, immer mehr Investoren setzen hier auf steigende Kurse. Und wir müssen jetzt abwarten, wie sich die nächsten Tage jetzt entwickeln. Am Mittwoch ist ja FOMC-Meeting vom guten Jeromy und ich denke, das könnte auch einen erheblichen Einfluss haben. Wenn wir uns die Volatilität beim Bitcoin anschauen, dann sehen wir und zwar hier einen gelben Balken beziehungsweise zwei gelbe Balken, die eben aufzeigen, dass die Volatilität sehr, sehr niedrig war in den letzten 10 Tagen ungefähr. Und wir sehen immer, wenn das der Fall war, eine niedrige Volatilität, also der Preis sich kaum bewegt hat, das Interesse schon fast weg war vom Markt im Prinzip und es extrem langweilig war. Das waren die Momente, wo dann die heftigen Preissprünge gekommen sind. Ja? Und das Event könnte beispielsweise, so eine Initialzündung könnte beispielsweise am Mittwoch sein beim FOMC-Meeting. Und da ist es ja auch so, beim FOMC-Meeting, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine negative Überraschung kommt? Da sage ich mal so, relativ gering, weil die Märkte haben ja seit Ende letzter Woche eingepreist, dass Zinssenkungen erst viel später dieses Jahr kommen. Das heißt, eine größere oder viel größere eine Wahrscheinlichkeit für eine größere negative Überraschung ist hier kaum vorhanden für das FOMC-Meeting. Aber die positive Überraschung, dass vielleicht doch die Zinsen etwas früher gesenkt werden könnten, die ist durchaus gegeben und dementsprechend könnte es sein, dass hier ab Mittwoch die Volatilität wieder zunimmt, ja, nachdem der gute Jeromy uns wieder ein paar Märchen vielleicht erzählt hat. Ja. Das müssen wir weiter beobachten, aber wir sehen das jedes Mal, immer wenn die Volatilität niedrig war, dann gab es hier vor allem in den Bullruns auch hier 2020 entsprechende Anstiege. Ja. Und aktuell ist das wieder der Fall und dementsprechend denke ich, die Zeichen zeigen hier in eine Richtung über alle Charts hinweg. Ja? Die Downside aus meiner Sicht ist limitiert. Es kann immer noch kurzfristig ein bisschen nach unten gehen, insbesondere wenn irgendein Black Swan Event kommt oder so. Aber langfristig, wenn so ein Event nicht kommt, ja, dann gehe ich von aus, dass wir da wahrscheinlich über die nächsten 2-3 Wochen eher nach oben laufen. Ja? Wenn wir uns nochmal die Zahlen zum Bitcoin Spot ETF in den USA anschauen, dann sehen wir, dass hier die erste Woche im Juni extrem stark war. 25.000 Bitcoin wurden gekauft von BlackRock, Fidelity und Co. Und wir sehen, dass das in der ersten Woche im Juni schon fast so viele Bitcoins waren wie im kompletten Mai. Ja? Und hier sehen wir im Prinzip auch die Trendumkehr. Wir haben ja hier im Prinzip noch 3 Wochen im Juni vor uns, ja.
Und dementsprechend stehen die Zeichen gut, dass es hier in die richtige Richtung geht und der Preis muss sich da auch früher oder später anpassen. Ja? So viel zur Ausgangssituation für diese Woche. Ich habe euch jede Menge Charts gezeigt, um die Situation einfach einzuschätzen. Ja, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dann sprechen hier eher die Charts dafür, dass es in den nächsten, ich will mal sagen, 2-3 Wochen in die richtige Richtung geht. Kurzfristig kann immer alles passieren, das weiß man natürlich nicht. Auch ich kann leider nicht hell sehen, aber so viel dazu. Das war's vom Video von meiner Seite aus zum Wochenstart. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, kannst du das, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest, dann kannst du in den Kommentaren eskalieren. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der YouTube-Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen diese Informationen erhalten. Außerdem kannst du das Video gerne teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Am Ende bleibt mir nur noch eines zu sagen, und zwar folge immer dem Money Panther. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.